when I think about yesterday. My, oh my. Hello. Eine neue Woche mit Liebezeiten Pieces aus Leipzig. Familienwochenende in Leipzig und Görlitz steht an. Und wir haben jetzt kurz ein bisschen Zeit, bevor wir essen gehen. Ich bin jetzt schon außer Atem, obwohl wir noch nicht eine Stufe gelaufen sind. Das wird richtig schön. Oh Gott. Ja, wir gehen gleich essen, aber deswegen wollten wir einmal noch da oben hoch, weil ich hier noch nie war im Vergleich zu allen anderen. Aufstieg geschafft. Sehr, sehr viele Treppen. War schön. Jetzt interessiert es mich natürlich, wer von euch war schon mal hier und wer von euch kommt aus Leipzig. Ich weiß ja, dass die Josie aus Leipzig kommt. Liebe Grüße an dich an dieser Stelle. My, oh my. My, oh my. Aus von hier. Du bist hier auf jeden Fall geboren. War da so. Da so. Genau weiß ich es nicht. Hat sich sehr viel verändert. Aber ich habe gehört, da wo ihr früher gewohnt habt, ist jetzt ein Hipsterviertel. Ja. Wurde mir gesagt. Und alles wieder runter. Das Ding ist, ich glaube auch nicht, dass es für Touristen mal gebaut wurde. Also, weiß ich. Aber wir sind auf jeden Fall zu groß. Kopf abbrechen. Größten Denkmäler Europas, bekanntesten Denkmäler Europas. Und die Völkerschlacht war 1813. Sehr gut. Was ich nicht alles weiß. Wahnsinn. Hallo Görlitz, wir fangen an mit Kaffee und Kuchen. Ich habe Bienenstich, du hast Orange, Pfirsich-Joghurt, also ordentlich was los. Das ist die Truppe fürs Wochenende. Da ist das Geburtstagskind. Ich war ganz erstaunt, dass einige von euch geschrieben haben, dass sie aus Görlitz kommen. Deswegen bin ich mal gespannt. Wissen wir den Namen? Flair. Café Flair. Flair. Ah ja. Wer das Café Flair kennt. Die Sonne ist rausgekommen und wie es sich für so ein richtig schönes Familientouristenwochenende gehört, wurde schon vorab eine Stadtrundfahrt gebucht. Ich persönlich finde sowas ja immer großartig. Was ist los? Diese Urkunde wurde mit 8 Königshufen besiegelt. Das waren kleine Zeichen und wenn sie bombardiert werden, und zum Glück war im Mai der Krieg zu Ende. Das war für uns ganz toll. Nämlich dadurch blieb unsere Altstadt erhalten. Wir haben unsere schöne Altstadt genau noch so, wie sie im Mittelalter gebaut wurde. Und das kann ich Ihnen da zeigen gleich. Zum Beispiel hier unser kleiner Zwinger auf der linken Seite, der Eingang hier. Eine Stadt mit sehr viel Kopfsteinpflaster. Das ist richtig, richtig hübsch. Ja. Wow. Ja, vor uns hier also die Neiße, der Grenzfluss. Und die letzte Brücke, die an der Stelle war, die wurde 45 von der Wehrmacht gesprengt und über der Neiße in die polnische Stadthälfte. Wo ist mein Verlobter? Sticht leicht raus. So, das ist unsere Truppe. Hier ist die Peterskirche. Gut, dass wir einfach im strömenden, ich sehe nichts, gar nichts, strömenden Regen hier angekommen sind. Dass es einfach ultra heiß ist und alle so gefühlt nur Herbstsachen anhaben. Aber gut, ich glaube, morgen soll es auch noch wieder schlechter werden. Ich finde es so cool, immer mal wieder so deutsche Städte zu erkunden, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Und die einfach auch super weit weg halt von einem selber sind. Es ist übrigens die östlichste Stadt Deutschlands.
Das ist der Mönchsumpf, da sind wir gestartet mit unserer Schleichertour. Von hier oben kamen also die Handwerkswagen hier, die Via Regia, hier runter Richtung Köln. Wir machen eine kurze Pause und sind jetzt in der lokalen, ich kann nicht denken, Brauerei und trinken Landskron. Das ist ziemlich günstig, das kostet 1,50 Euro. Das ist doch mega günstig für so ein Bier. Teuer ist denn sonst so ein Bier? Ich wurde gerade in Kenntnis gesetzt, ist vielleicht doch nicht so günstig. Für mich als Nicht-Kenner von Bierpreisen war das jetzt günstig. Supermodel. Weiter geht's. Gestern Abend, wir sind jetzt natürlich immer noch in Görlitz, war ich so hungrig, dass ich vergessen habe, noch irgendwas zu filmen. War dann noch essen und ja, dann sind wir irgendwann einfach ins Bett. Okay, ich wollte die Gruppe nicht stören. Genau, heute feiern wir den Geburtstag vom Onkel meines Verlobten und haben jetzt eine Stadtführung Nummer 2. Gestern war das Wetter so gut, da saßen wir in diesem Schleicher, das war die Schleichertour. Genau, das haben wir gestern gemacht. Und heute regnet es. Ich habe natürlich mein Friesennetz dabei. Heute regnet es ordentlich und wir machen eine Stadtführung zu Fuß. Sind wir eigentlich aus Zucker, Regenschirme und so weiter. Und in meinem Fall rettet einen der Friesennerz. Das Ding ist, das ist so viel Geschichte. Hier ist so viel passiert, gerade in den letzten 25 Jahren, was sie uns hier alles erzählen. Das kann ich irgendwie gar nicht jetzt hier so im Vlog mitteilen. Das Einzige, was ich mitteilen kann, ist unglaublich schön, komplett underrated. In dem Sinne, dass man, ich behaupte jetzt einfach mal, nicht einfach so nach Görlitz fährt. Falls ihr überhaupt nicht wisst, wo es ist, ungefähr so 2 Stunden von Leipzig, die östlichste Stadt Deutschlands, habe ich gestern, glaube ich, schon gesagt. Wir gehen auch gleich jetzt noch in der Tour über die Brücke nach Polen rüber, weil es wirklich genau an Polen grenzt. Und ich kann euch nur sagen, es ist wunder, wunder, wunderschön. Gerade wenn man sich so für Architektur interessiert. Mega schön, jetzt habe ich so viel. Moment, jetzt habe ich die Gruppe verloren. Sekunde. Auch die ganzen Details an den Häusern. Unglaublich schön. Hier wirklich tagelang durch die Gegend laufen. So, wir laufen jetzt nach Polen. Zeig, wo Polen ist. In Polen! Das ist Obermühl. Wir sind jetzt 3,5 Stunden. Neuer Versuch. Wir sind jetzt, haben jetzt unsere Rundfahrt, unseren Stadtrundgang beendet. Wir sind jetzt ungefähr 3,5 Stunden unterwegs und waren jetzt auch noch in Polen drüben. Ich habe, glaube ich, irgendwann nicht mehr gefilmt, aber man muss es sowieso selber sehen. Das ist, ja, es, ich kann das nicht so, glaube ich, alles rüberbringen. Also war sehr, sehr interessant. Also ich würde es definitiv empfehlen, eine Tour zu machen, die, wo man halt auch einen Stadtführer hat, der am besten hier wohnt. Weil er auch sehr viele Sachen erzählt hat, wie es halt aktuell in der Stadt aussieht. Und jetzt sind wir in der Obermühle. Tschüss. Selbstgebraut, das schmeckt richtig lecker. Gebratene schwarze Mühle, so ist in der Richtung. Also im Grunde halt Brot mit Pesto. Aber das ist selbstgemacht, das ist mega lecker. Das hatten wir hier gerade schon. Und dann ist geräucherter Käse, das schmeckt im Grunde wie so ein Räucherei oder so. Ich habe es gerade schon probiert. Okay. Muss ich aber gleich mal kosten. Und dann haben die meisten eigentlich alles Soljanka. Soljanka. Mmh. Ja, lecker. Guten Appetit!
Hallo aus Berlin. Oh Gott, es ist schon wieder so warm. Mir ist warm. Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe einfach nur noch so Hitzewallung. Okay, was passiert? Gestern Abend sind wir noch essen gewesen im Kartoffelhaus. Das war sehr, sehr lecker. Und jetzt sind wir heute Morgen aus Görlitz alle aufgebrochen. Einige sind nach Frankfurt gefahren, andere nach Stuttgart, nach Leipzig, nach Halle, nach Oldenburg und nach Lippstadt. Und ich nach Berlin. Eigentlich wäre ich nach Oldenburg zurückgefahren, aber wir wären den ganzen Tag unterwegs gewesen. Dann wäre ich morgen früh um 6 wieder hier los und das wäre irgendwie alles sinnlos gewesen. Also habe ich mir eine Nacht einfach vorher hier im Hotel selbst gebucht und habe jetzt so ein bisschen eine entspanntere Anreise gehabt. Bin dann von Görlitz über Cottbus nach Berlin gefahren. Jetzt habe ich ein bisschen geschlafen, weil ich doch etwas kaputt war von den letzten Tagen. Und jetzt treffe ich mit meiner lieben Babo. Voll witzig. Vor einem Jahr habe ich auch hier in Berlin gevloggt und da hat sie gerade ihr Fair Fashion Label Emerald Berlin gegründet. Und genau ein Jahr später bin ich wieder in Berlin und wir treffen uns. Wobei wir haben uns dazwischen auch gesehen, aber ich finde es nur witzig, dass es genau ein Jahr her ist. Genau, deswegen fahre ich jetzt zum Rosenthaler Platz. Da waren wir mit Vita zusammen. Super geil. Ich weiß gar nicht, was war. Vietnamesisch, glaube ich, essen. Und oh mein Gott, es war so köstlich, dass ich eben zu ihr meinte, wir müssen da bitte wieder hin. Es war einfach zu gut. Genau, deswegen mache ich mich jetzt fertig. Ich fahre mit der U-Bahn. Die ist hier genau am Hotel. Und ja, dann werden wir auch ein bisschen Abend genießen, schnacken und so weiter. Mein Highlight wollte ich euch nochmal kurz zeigen. Das ist ein neues Produkt, was ich mir gekauft habe. Ich erzähle euch bald drüber. Ich will darüber ein Video machen, weil ich so verliebt bin. Meine Yamina-Kette um in der langen Version, da bekomme ich auch immer Fragen. V-Neck-mäßig ausgeschnitten sind, finde ich, fällt die halt sehr, sehr schön hier so rein. Genau. Das wollte ich nämlich sagen. Bewirb bitte gleich dein neues T-Shirt. So macht man Marketing für seine eigene Brand. I love it, okay. Ja, aber das wollte ich sowieso initiieren, aber du hast es mir vorweggenommen. Also pass auf, wir essen erst und dann erklären wir, was wir machen. Genau. Guten Appetit. So, ich habe euch jetzt den ganzen langweiligen Laptop morgen mal erspart, den ich hatte. Und jetzt bin ich kurz mal in die Hackischen Höfe gefahren, weil Muji haben wir zu Hause nicht. Und viele hatten mir geschrieben in meinem letzten Vlog, als ich euch meinen Raumdiffuser gezeigt habe, dass halt Muji auch mega schöne Düfte hat. Und deswegen wollte ich jetzt mal gucken. Die haben hier Rosmarin, Zitrone, hört sich auch mega gut an. Oder Eukalyptus, Orange. Aber was mich natürlich am meisten anspricht, ist Lavendel und Sweet Orange. Ich glaube, das kaufe ich mir. Aber der sieht auch richtig schön aus. Also einfach so vom Aussehen her, aber der kostet halt 100 Euro, ne? Also finde ich schon ordentlich einen Preis. Und der kleine kostet 65 Euro, finde ich auch schon ganz schön ordentlich. Aber sieht natürlich schick aus. Ja, Muji ist ja eh so ein Ort, an dem man sich tagelang aufhalten könnte. Und den Laden, den ich wollte, den gibt es nicht mehr. Richtig gut. Wow. Naja. Gehe ich nochmal, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, ich bin jetzt lost. Aber gut, ich gehe jetzt noch einmal hier ein bisschen durch die Gegend und dann gehe ich auch zurück zum Hotel. Okay, ich habe mich gerade schnell umgezogen. Das ist das Outfit, was ich auch bei meinem Pieper-Event in Oberhausen anhatte. Das ist ein mega schöner Jumper. Wenn ich den noch finde online, kann ich den gerne verlinken. Jetzt habe ich mich kurz, ich gucke gerade, ob die anderen schon unten sind. Ich habe mich gerade noch mal kurz ein bisschen aufgefrischt, indem ich einfach nur einen Lippenstift aufgetragen habe. Und jetzt gehe ich zu einem Lidl-Event. Ich weiß nicht, wie viel ich filmen werde. Ich glaube, ich das meiste auf Instagram mache, aber ich schaue mal, denn wir mixen Cocktails und da habe ich richtig Bock drauf. Deswegen mal schauen, was ich in der Stadt gekauft habe. Das zeige ich euch nachher, wenn ich wieder da bin. Los geht's. Wir sind jetzt in der
der Kantine Kohlmann und haben schon, oh Gott, ich hab das Gefühl, diese Hitze sitzt mir zu. Und wir haben jetzt schon ein paar Drinks getrunken, denn im September gibt es eine Long Drink und Weinwoche und jetzt mixen wir quasi schon so unsere eigenen Drinks für diese Woche und probieren halt so ein paar Sachen aus. Hashtag Drink Responsibly, ganz wichtig. Und ich werde jetzt einen Wermut-Drink machen. Darauf warte ich schon die ganze Zeit. Ich hoffe, der wird mega lecker. Gott, entweder habe ich schon zu viel getrunken, aber es ist einfach zu warm hier. Man weiß es nicht. Und wenn wir die Limette mit einer Orange austauschen? Würde zu dem Roten auf jeden Fall besser passen. Und hier seht ihr meinen Wermut-Drink. Der schmeckt köstlich. Wir haben verschiedene Versionen probiert. Der ist richtig, richtig lecker. Mein Akku ist leer. Ich wollte euch nur ganz kurz zeigen, ich habe bei Muji ein Öl gekauft. Das ist mit Lavendel, das was ich euch gezeigt hatte. Lavendel und Sweet Orange. Und bei Lululemon eine schwarze Sportleggings. Die will ich mir schon seit 5 Jahren kaufen. Aber die so teuer ist, habe ich da so lange drüber gedacht. Ich packe das jetzt eben hier in den Koffer. Ich muss jetzt auch los zum Zug. Ich fahre nach Hause. Und ja, ich fahre jetzt mit dem Zug nach Hause und dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend oder morgen. Gestern Abend war übrigens mega, mega lustig, total cool. Ich habe 2 richtig, richtig leckere Drinks gemixt. Und das zeige ich euch dann, sobald es irgendwie da Rezepte gibt und so weiter. Jetzt muss ich aber los. Achso, das war übrigens das Hotel, in dem wir waren. Kann ich sehr empfehlen. Das ist das Hotel Catalonia in Berlin-Mitte. So sieht's aus. Okay, ich muss jetzt wirklich los. Man sieht, wie müde ich gestern war. Ich habe meinen Akku nicht aufgeladen. Ich schneide gerade das Video. Ich hatte heute Vormittag noch einen richtig spannenden, tollen Call mit unserer potenziellen Hochzeitsdekorateurin. Oh Gott. Also langsam wird es so wahr, weil mit unserer Hochzeitslocation ist es wahrscheinlich auch safe. Und oh mein Gott, es ist total krass. Aber gut, sobald ich da mehr Infos habe und so weiter, teile ich das natürlich mit euch. Ein sehr aufregendes Vlog. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ihr wisst, wie immer, unterstützt das Video einfach mit einem Daumen hoch. Schreibt einen Kommentar, wenn ihr was sagen möchtet. Ich freue mich darüber. So unterstützt ihr mich und meine Videos. Und dann sehen wir uns in meinem neuen oder meinem nächsten Video. Ich trage übrigens auch schon gerade die neue Leggings von Lululemon. 1A. Aber wie gesagt, man muss lange drüber nachdenken, weil sie extrem teuer ist. Also bis dann. Bye.